Herzlich willkommen zum erneuten Simply Be Video Talk mit Stefanie Gerster und mir, Sonoschka Wietzel. Ich bin Traumatherapeutin mit eigener Praxis in Bern für Traumatologie und verkörpertem Bewusstsein und mit dem Schwerpunkt Somatic Experiencing. Und ich habe so die Vision, mehr traumasensitives Wissen in die Welt zu tragen. Und ich bin Stefanie Gerster von Beyond Limitations. Ich begleite Non-Profit-Organisationen, Familien-KMUs und Einzelpersonen dabei, mit Klarheit und viel Herz durch gesunde und ganzheitliche Change-Prozesse zurück zum authentischen Kern zu kommen. Genau. Und heute Ja, unterhalten wir uns über das Drama-Dreieck. genau. Wir haben es ja, glaube ich, schon ein- oder zweimal erwähnt, Genau. weil es ja so ein Kernstück ist, dem wir ja immer wieder begegnen, eigentlich im Leben und besonders natürlich in der Arbeit, die wir machen. Ja. Und wir wollen einfach mal so den Einblick geben, was es denn ist, was für Rollen darin bestehen. Erkennen tun wir es alle, bewusst oder unbewusst. Und die meisten Beziehungsdynamiken sind eigentlich davon betroffen, geprägt teilweise. Genau. Genau. Das ist vielleicht direkt ein guter Punkt, wenn wir sagen Beziehungsdynamiken, also es betrifft effektiv alle Beziehungsdynamiken, dann sind damit nicht nur romantische Beziehungen, Familienbeziehungen und freundschaftliche Beziehungen gemeint, sondern effektiv alle. Also jegliche menschliche Interaktion, die in einer Beziehungsform stattfindet, also auch vorgesetzte Mitarbeiter, Arbeitskollegen, Klient zu Arzt, Therapeutin, zu Anwalt, Peers unter sich, also Teenager unter sich, Kinder unter sich, Erwachsene unter sich, Eltern, Kinder, was auch immer, alle diese Beziehungen fallen oder können unter dieses Drama-Dreieck fallen. So, also wir sprechen, wenn wir von Beziehungsdynamik sprechen, nicht nur von romantischen, familiären oder freundschaftlichen Beziehungen, sondern Ja. eben auch allem anderen. Genau, das finde ich eben ist ein wichtiger Punkt und das eben auch sogar mit Gruppen, ja, oder ich und die Politik, ich und mit was auch immer was in der Umwelt ist, ist davon betroffen, weil wir sind ja immer in Beziehung, deshalb Genau. ist es damit auch betroffen. Genau. Übrigens auch, also dass das auch gesagt, es geht auch um interne Beziehungen, also auch was im Innen stattfindet, also die eigenen Beziehungen zu Anteilen, zu Persönlichkeiten, die fallen genau gleich oder können genau gleich in diese Dynamik verfallen. Dass das auch schon mal erwähnt ist, wir werden es sicher noch später hören. Ja. Genau, weil es eigentlich sehr viel eigentlich mit dem Inneren zu tun hat, was sich dann auch eher im Sehr Außen viel. spiegelt. Genau. Genau. Magst du kurz was sagen, von wem das Traumadreieck ist? Ja, also ursprünglich kommt das von Stephen Cartman. Er hat das 1968 niedergeschrieben, publiziert. Das ist bekannt unter der Transaktionsanalyse. Also vielleicht kennen das einige unter diesem Begriff. Man hört es eben als Drama-Dreieck, man hört es aber auch als Opfer-Täter-Helden-Dreieck. Es gibt verschiedene Bezeichnungen für die Positionen, aber was gemeinhin ist für alle diese Bezeichnungen, ist, dass es effektiv darum geht, zu erklären, wie die Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen erklärt werden können. Also warum dass Beziehungen teilweise dysfunktional sind oder eben in Co-Abhängigkeiten geraten, darauf basiert dieses Also ich verlangsame nochmals, also den drei Rollen. Also wir haben Opfer, wir Richtig. haben Täter und wir haben Retter oder eben Helden. Ja, das ist das gleiche, Retter, Querstrich, Helden. Und was ja so wichtig ist, ist, dass man ist nicht nur in einer Rolle, weil die sich ja, das funktioniert eben nur als Dreieck. Ja, also man kann nicht nur in einer Rolle sein, man ist meistens bewusst in einer Rolle. Aber automatisch bedingt es, dass die anderen beiden auch vorhanden sind. Ja, ich glaube, das ist so das Essentielle, dass man erkennt, dass jede Rolle einander die anderen bedingt. Ja, und so funktioniert Genau. dann diese Dynamik. Und deshalb ist es manchmal auch so schwierig, das zu erkennen oder da rauszukommen, weil dann oft Gegenübertragung oder auch Projektion darin enthalten ist, die es dann schwierig macht, den eigenen blinden Fleck dann auch zu erkennen. Genau. Ja, und auch, dass es wechselseitig ist in der Dynamik.
Also oft, wenn man sonst über das Drama-Dreieck spricht, spricht man darüber, dass man selber in eine andere Position wechseln kann in der gleichen Interaktion. So. Aber was oft vergessen geht, ist, dass in der gleichen Position auch immer die andere enthalten ist. Also um das etwas praktischer zu machen, wenn zwei Personen, ein Partner beschuldigt den anderen Partner, dass er nicht genügend Zeit mit ihm oder ihr verbringt, dass sie immer zu kurz kommt, dass er immer zu kurz kommt, einfach so eine Dynamik, also eine Opferposition, dann wird das Gegenüber, wenn es auf diese Dynamik anspringt, entweder in die Heldenretterrolle oder in die Täter, die wird auch Verfolgerrolle genannt, in eine von diesen zweien rutschen. Das Ding ist aber, in dem Moment, in dem ich in diese Opferrolle gehen würde, bin ich auch ein Täter, weil ich schiebe den anderen in die andere Rolle. Also das ganze Dramadreieck ist extrem dynamisch. Es ist dauernd am Drehen, die Positionen sind nicht starr. Also wir sind nicht immer in der gleichen Position. Es kann sogar sein, dass wir im Außen in einer Position in Interaktion sind, aber im Innen zum Beispiel in eine Verurteilung mit uns selber gehen, warum wir das jetzt gerade machen, und dort eine andere Position einnehmen. Also es ist sehr wechselseitig. Gerade zu diesem Beispiel finde ich, ist es dann eben auch wichtig, dass man differenzieren kann, bin ich jetzt im Opferdreieck oder bin ich im Erwachsenen-Ich, wo tatsächlich Bedürfnisse und Grenzen wichtig sind, platzieren zu können? Oder ist es ein Muster, wo ich selber nicht mehr in der Selbstermächtigung und Verantwortung bin? Ja, weil ich finde, es ist auch noch wichtig, gerade in diesem Beispiel mit Partnerschaften, ist es ja immer die Frage, okay, kann ja sein, dass da eine Disbalance ist und die eigenen Bedürfnisse auszudrücken und Grenzen zu setzen, ist wichtig. Ja, aber es ist dann immer die Frage, aus welcher Energie und Dynamik kommt eben das, was hervorkommt. Und wenn wir in diesem Dramadreieck sind, also ich bin ja sehr gut im Dramadreieck. Wir Also alle sind sind wir alle, das. aber bei mir war so das Offensichtliche, war eigentlich immer so die Opfer-Retter-Dynamik. Es gibt immer so eine Dynamik, die ich das Gefühl habe, ein bisschen mehr hervorsticht oder wo man auch eine gewisse Identifikation vielleicht schon dazu entwickelt hat. Was dann eigentlich damit zu tun hat, dass man immer wieder sich in diesem Muster dreht und dann immer so in diesem Opfer-Retter-Rolle ist und der Täter ist dann eher externalisiert. Ja, und nicht erkannt im Inneren. Oder er ist sehr stark eben, er ist in der Schattenseite in einem selbst und es ist in der Projektion im Außen. Und man hält sich damit ja selber wie gefangen in dieser Dynamik, weil darin ist immer Macht und Ohnmacht. Also das ist ja, ich komme da ja nicht mehr raus in die Selbstermächtigung und in das, was für mich wichtig ist. Jetzt, was ich hier auch gerade dazu füge, ist, weil das ist so aus meinem Erleben, weil ich eben immer wieder stark in diese Opferidentifikation gekommen bin oder teilweise immer noch, je nachdem, was getriggert wird. Aber heute erkenne ich es anders, ist, dass wenn wir im Drama-Dreieck sind, kann das auch eine bestimmte, es ist natürlich ein gewisser Überlebens- und Schutzmechanismus auf einer gewissen Ebene, weil darunter eigentlich ein Thema oder ein Schmerz oder Emotionen liegen, wo wir noch nicht hingehen können, wollen, nicht wissen wie, benenne es jetzt mal so, und dann sich das wie drüber legt, so dass ich eigentlich gar nicht an das eigentliche Thema rankomme oder an den eigentlichen Schmerz. Das heißt, sagen wir mal, die Opferdynamik, ich gehe jetzt mal mit der Opferdynamik, ist oft so, dass ich etwas in einem Alter vielleicht erlebt habe, wo ich es nicht hätte so erleben sollen. Das heißt, es war etwas zu viel oder zu wenig oder zu heftig. Und weil das nie neu verhandelt wurde, bin ich dann immer hängen geblieben, auch über die Nervensystemebene, in dieser Opferrolle. Und das wiederholt sich danach als Erwachsenen-Ich in diesem Muster, weil ich es noch nicht neu verhandelt habe. Das heißt, du hast vorhin die Transaktionsanalyse erwähnt. Da geht es ja dann darum, dass das Erwachsene-Ich im Hier und Jetzt ist nicht vorhanden, sondern man ist entweder im Kind-Ich oder man geht ins Eltern-Ich, was dann eher das Beurteilende und Verurteilende ist von sich selbst oder dann anderen.
Und ich denke, das ist einfach für mich, war das immer ein guter Hinweis auch, dass wenn ich in eine Opferdynamik oder mir wünsche, dass mich jetzt jemand rettet, komme, war das für mich immer so ein Hinweis, ah, Moment mal, da zeigt sich, da ist offenbar etwas darunter gerade, was mir schmerzt oder irgendetwas ist nicht stimmig. Wie komme ich da hin? Also man kann es ja auch nutzen, ja, wenn man dann erkennt, dass man in dem ist, ah, okay, da muss was anderes gerade drunter sein, das sich meldet. Und dass man dann eher den Zugang dazu findet. Stimmt absolut. Was vielleicht noch zu ergänzen ist, ist, dass diese Dynamiken, die kommen nicht nur dann, wenn es ein Trauma war, sondern auch, wenn wir anders konditioniert wurden. Also so wie uns Beziehungsmuster vorgelebt werden, wiederholen wir sie. Und so wie wir Beziehungsmuster als Kind erleben, weil das ist die prägende Phase, dort lernen wir, wie Beziehungen funktionieren. Diese Beziehungsmuster, die repetieren wir. Und das ist nicht negativ gemeint, auch nicht beschuldigend, sondern das ist einfach, wie wir lernen. Das heißt eben auch, dass es nicht unbedingt in einem überfordernden, traumatisierenden Erlebnis liegen muss. Es kann einfach die Art und Weise sein, wie wir gelernt haben, dass Beziehungen funktionieren. Aber sie sind eben dysfunktional. Und dort liegt ganz viel darin zu erkennen, dass die Basis von jeder Position, jeder Rolle, egal ob das Opfer, der Held oder der Täter, jede Rolle hat das Bedürfnis, dass die eigenen Bedürfnisse erkannt werden und Aufmerksamkeit bekommen. Nur hat sie keine gesunde Art und Weise gelernt, das auszudrücken, also sucht sie das im Außen. Und das zeigt sich dann in dieser Dynamik. Und wenn dann eben die einzelnen Parts miteinander interagieren, wir gehen dann noch auf die einzelnen kurz ein, dann ergibt sich diese eben Dynamik, dieses Dramadreieck, was selten zu sehr gewinnbringenden Beziehungen und Interaktionen führt. Ja, Ja, genau. das finde ich super, hast du das erwähnt, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Genau, so wie wir eigentlich das Traumadreieck in der Entwicklung erleben, ja, wird es dann übernommen. Ja, wir gehen dann in diese Rollen rein. Da drin ist dann auch die ganze Scham-Schuld-Thematik, ist da natürlich dann auch mit verankert. Wer ist schuld, wer ist das Problem? Mit mir stimmt was nicht. Ich hätte jemanden gebraucht und so weiter. Ja, finde ich ganz wichtig. Von den Rollen her wollen wir da mal kurz drauf eingehen, um die so ein bisschen zu erklären, und dann werde ich sicher noch das ein oder andere Beispiel auch bringen können, Ja. wie sich das zeigt. Genau. Ja. Genau. Welcher fangen wir an? Wir Ja, ich fangen wollte mit gerade dem Opfer sagen, an. mit Die dem Opfer. Opferrolle ist in der Regel die am einfachsten erkennbar ist, und für viele Leute auch der Einstieg. Also oft ist das hilft übrigens, du hast das auch schon erwähnt, es hilft beim Zuhören, aber dann auch später in der Interaktion mit anderen Menschen, wenn man sich mal achtet, welche Trigger man hat. Weil in der Regel steigt man über die gleiche Rolle ins Dramadreieck ein. Also man hat so eine Neigung für eine der Rollen, was aber nicht heißt, dass man die anderen nicht hat. Wie wir gehört haben, haben wir alle in es. Es wechselt ja in sich. Aber fangen wir mal mit dem Opfer an. Was ich vielleicht noch sagen möchte, bevor wir anfangen. Jede Rolle kann extrem stark akzentuiert sich zeigen oder ganz schwach. Und häufig werden sehr starke Beispiele gewählt, weil das die sind, an denen wir es sehr gut erkennen. Also es gibt bis zu Krankheitsbilden, die effektiv auch in diesen Mustern interagieren. Aber das heißt nicht, dass es nur diese Extreme sind. Also es sind oft auch viel, viel feinere Muster, die drin sind, denen wir uns nicht bewusst sind. Erst mit der Zeit, wenn wir effektiv die Aufmerksamkeit, das Licht darauf richten sehen. Also wenn wir zum Beispiel beim Opfer sind, dann ist das eine Abwertung von sich selbst. Also das Opfer geht mit der Haltung in die Dynamik, dass es selbst nicht fähig ist,
seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und dass es das Außen braucht. In einer Weise von wie erklärt man das? Nidines, dass das etwas, ich bin Bedürfnisgleich. angewiesen, richtig, richtig, angewiesen darauf sein, dass das Außen etwas damit tut und man ordnet sich unter. Das ist auch der Grund, warum häufig das Dramadreieck so dargestellt wird, dass das Opfer unten, also der Spitz unten ist. Ob es dann gedreht wird oder nicht, finde ich irrelevant, aber häufig wird es so dargestellt, weil sich das Opfer eben unterordnet. Egal ob dem Täter oder dem Held. Genau. Also man ist nicht mehr auf Augenhöhe dann, genau. Man macht sich klein, eben die Schamthematik kommt mit rein oder dann eben die Schuldthematik, entweder dann sich selber Schuld geben oder dann jemand im Außen, wo wir dann in der Täterrolle. Und wir machen uns ja selber ja dann auch zum Opfer und gleichzeitig zum Täter in dem Moment, wo wir uns selber verurteilen, auf uns rumhacken, in die Scham kommen. Und dann ist die Frage eben, ob wir dann im Außen jemand als Retter brauchen, ja, oder nicht. Und wie gesagt, also es ist ja dann immer so, dass zu einer gewissen Zeit war ja irgendwo mal eine Überforderung, wo wir nicht hätten alleine uns um uns kümmern müssen, weil wir dazu noch nicht fähig waren. Das ist oftmals frühkindliche Sachen oder kindliche Aspekte. Und da fängt es ja dann an. Oder dass vielleicht gewisse Eltern dann immer, wenn etwas vom Kind kommt, ist das Kind das Problem, weil die Eltern keine eigenen Regulationsfähigkeiten hatten für ihre Trauma oder Emotionen. Und da ist einfach zu unterscheiden, okay, was ist eine Zeit, wo man wirklich etwas erlebt hat, wo man tatsächlich abhängig war, weil man einfach damals abhängig war. Aber wie ist es heute? Sobald wir ins Erwachsenenalter kommen, sind wir eben nicht mehr in dieser Position. Aber in der Opferdynamik bleiben wir da wie stecken oder gehen immer wieder da rein. Und das zeigt sich dann in so wiederholenden Mustern, ja, also wir eben in diesen Beziehungsmustern, egal wo wir sind, wir treffen immer wieder das Gleiche an. Wir haben immer wieder einen Job mit einem Chef, der mich genau gleich behandelt, wie ich es gerade nicht brauche, oder ich komme Nicht immer sieht. in was? Dass er dich nicht sieht, das ist ja so Genau, häufig. genau. Oder ich komme in eine Dynamik, wo ich immer wieder gemobbt werde oder das Gefühl habe, gemobbt. Also das sind alles so Dynamiken, das zeigt an, okay, da ist darunter etwas anderes, ja. Und das Nervensystem ist da irgendwo noch hängen geblieben in der Vergangenheit, ja, was sich natürlich im Jetzt dann immer wieder wiederholt. Genau. Ja, weil das Opfer wertet sich ja selber ab. Und das ist ein unbewusster Mechanismus, der installiert ist. Aber wenn wir in die Opferrolle gehen, werten wir uns direkt selber ab. Von vornherein. Es ist nicht jemand, der das tun muss, sondern mit dieser Haltung sind wir bereits in der Opferrolle. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn man von der Opferrolle in diesem Dramadreieck spricht, spricht man nicht von einem Opfer, von einer Notsituation, von einer Krisensituation, von einem Opfer, das effektiv äußeren Umständen zum Opfer fällt, sondern es ist eine Beziehungsdynamik. Also es geht wirklich um eine Opferrolle in einer zwischenmenschlichen Interaktion und nicht in einer effektiven Opferrolle. Einfach das, also, Im weil ich Jetzt. finde sonst, ja, Ja, ja. ich glaub, das Hier und Jetzt macht der Unterschied, ja. Ja. Also, weil da ist dann halt schon, also die Linie ist dadurch dann schon sehr, sehr schmal, teilweise, weil wir alle ja gewisse Schicksalsschläge auch im Hier und Jetzt noch erleben. Und tatsächlich vielleicht von äußeren Umständen wurde etwas bestimmt oder ist etwas dahergekommen, wie es vielleicht nicht gut für einen war oder richtig oder stimmig oder wie auch immer. Und da ist dann die Frage, okay, kann ich mit dem Teil einfach gehen von dem Schmerz, den es jetzt ausgelöst hat, oder kommt dann der ganze Schwall von hinten mit, von der Opferdynamik, weil das ja schon immer da war, und dann steige ich eigentlich in etwas ein, das viel größer ist noch und bleibt da hängen, ja, und gehe dann auch viel, viel mehr in die Stories. Ich glaube, das ist auch noch ein guter Input, dass wenn wir in diesen Rollen sind, sind wir hauptsächlich in den Geschichten unserer Vergangenheit und wenig im Hier und Jetzt, wenig im Körper und in der Regulation vom Nervensystem. Ja, also wir gehen auch ein bisschen aus der Präsenz unserer selbst heraus, weil aus der Präsenz heraus im Hier und Jetzt
Und in der Verkörperung würden wir die Rollen erkennen und könnten uns da eigentlich anfangen zu differenzieren, was ist das Alte oder was gehört zum Alten und was ist effektiv das, was jetzt noch da ist. Das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Rolle, zum Täter. Der Täter wird oft so als die böse Rolle im Dramadreieck gesehen, was schon alleine die Bezeichnung nahelegt. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, weil, wie wir ja gesehen haben, haben alle Rollen diese Wechselseitigkeit auch in sich. Und es kann kein Opfer geben, wenn es keinen Held oder Täter gibt. Und der Täter selbst rutscht oft in so eine Rolle, weil er sich selber auch nicht ernst genommen fühlt. Also es ist die vermeintlich mächtigere Position, aber der Täter selbst in der Position fühlt sich selbst in seinen Bedürfnissen nicht gesehen und gehört. Hat einfach eine andere Art, dies im Außen, in der Beziehungsdynamik zu äußern. Also die Täterrolle, die äußert sich oft in dass man das Außen also nicht für voll nimmt, dass man es nicht ernst nimmt, dass man Sachen besser weiß, dass man Lösungen oder die Bedürfnisse von anderen übergeht oder verwirft, dass man sogar eben im Sinne von Konfrontation in einen Angriff startet. Also das legt schon die Bezeichnung nahe. Im Kern liegt aber dasselbe Bedürfnis inne. Also es geht auch dort darum, dass diese Rolle eingenommen wird, weil ja das, was darunter liegt, wie du so schön gesagt hast, eben nicht gespürt oder kommuniziert werden kann, weil man es nicht gelernt hat. Ja, und das ist ja auch so spannend auf Nervensystemebene. Ist ja, also wir sind jetzt mal bei Opfer-Täter. Beide sind eigentlich in der defensiven Verteidigungsmechanismus. Ja, also das Opfer stellt sich tot oder geht in die Ohnmacht in der Hoffnung, es kommt nicht noch mehr daher. Ja, und der Täter geht, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber eigentlich sind beide oftmals. Täter hat ja auch die Opferrolle in sich, deshalb wird er zum Täter, weil es immer Ohnmacht macht und das ist ja wirklich stark im Wechselspiel. Aber darunter sind oft ähnliche Geschichten, aber es spielt sich dann anders aus. Und dann ist eben die Frage, wie sind die Rollen in mir selbst, in der Eigendynamik mit meinen eigenen Anteilen und wo geht es dann noch in die Externalisierung mit Personen oder Institutionen im Außen? Ja. Und es ist ja immer, beides kann hilfreich sein, um jeweils zu entdecken, wo gehe ich eher nach außen, wo gehe ich eher nach innen. Ja, aber es ist eigentlich gleichzeitig immer beides da, sowohl innen, also das Drama im Innen ist sowohl auch dann da wie im Außen. Ja, außer man ist im Prozess von, okay, ich erkenne meinen Anteilen, wo ich gerade stecke. Und kann ich von da aus, weil ich es erkenne, weil das Erkennen ist ja das Erste, kann ich mich anders rausnehmen. Genau. Finde ich einen mega schönen Hinweis. Auch das mit dem Innen und Außen wieder angemerkt hast, weil da sind wir jetzt genau an dem Sweet Spot. Viele Leute, auch da macht Sinn, würden gerne von sich behaupten, nee, nee, die Täterrolle, die habe ich nicht, die nehme ich nie ein. Weil wer ist schon gerne Täter? Das ist keine Rolle, also ist keine davon, doch eine eher, aber Täter ist ganz sicher nicht eine gesellschaftstaugliche Rolle. Ganz sicher nicht. Und wir verletzen alle nicht, in unserem effektiven Sein verletzen wir nicht gerne Menschen. Wir demütigen nicht gerne Menschen. Wir sind nicht gerne unangenehm und böse. Nur wenn wir keine gesunde Beziehungsform gelernt haben, wie wir eben Grenzen setzen können, wir aber auch Grenzen anderer akzeptieren können, wie wir
Sachen kommunizieren können, die uns wichtig sind, Bedürfnisse, ohne die Bedürfnisse der anderen zu übergehen, dann gerät man in genau so eine Dynamik. Und im Extremfall kann das ein narzisstisches Verhalten sein, aber oft ist es eben nicht der Extremfall. Oft sind es viel kleinere Interaktionen, in denen wir in die Täterrolle rutschen, weil jemand anders eine Opferrolle angenommen hat und jetzt braucht es als Gegenstück automatisch entweder Verurteilung oder Retten. Das ist die Art und Weise, wie die Dynamik funktioniert. Und manchmal wollen wir das im Außen nicht machen, also rutschen wir innen in den Täter und verurteilen uns eben dann selber. Und deshalb ist es so ungesund, per se zu sagen, dass die Täterrolle eine schlechte Rolle ist oder die böse Rolle. Ist sie nicht. Sie bedingen einander alle gemeinsam. Es ist einfach die Dynamik, die sich so ergibt. Einfach, dass wir in dem Moment, in dem jetzt jemand das hier hört und sagt, ja genau, der ist immer in der Täterrolle, ist es genau gleich eben auch ein Täter, weil in diesem Moment verurteilt diese Person die andere Person, Täter zu sein. Und genau das ist das mit dieser Wechselseitigkeit, die oft nicht gesehen wird. Ja, Ja. ich denke, es ist auch, also ich finde es ganz spannend, auch die Parallele mit der Grenzen, oder? Was ja da mit reinspielt. Also in dem Moment, wo ich eigentlich über meine eigenen Grenzen gehe, weil ich gerade, und es geht, glaube ich glaube, die Kunst darin ist, dass wir nicht in diese Verurteilung und Beurteilung gehen, sondern dass wir die Rollen als neutral und als das, was sie sind, betrachten. Und einfach in dem Bewusstsein, dass die einfach eine Dynamik bilden, die sich nicht trennen lässt. Und dass man da nur als Ganzes aussteigen kann und nicht einfach nur aus etwas. Ja, und weil wenn ich jetzt meine eigenen Grenzen zum Beispiel nicht wahren kann, und das kann ja aus Trauma, die noch nicht neu verhandelt sind, dass ich meine Bedürfnisse ausdrücken kann, dass ich etwas zulasse, wo ich merke, es ist eigentlich zu viel und kann nicht Stopp sagen, dann mache ich mich selber ja zum Opfer. Das heißt, ich bin in dem Moment Täter von mir selber und mache mich zum Opfer. Richtig. Und ich glaube, da ist es wichtig, das einfach zu erkennen, ja, diese Dynamik. Es geht nicht, sich dann selber noch zu verurteilen, weil da kommt dann oft diese Scham-Schuld-Dynamik mit hoch, wo wir gerade weitergehen in dieser Opfer-Täter-Dynamik und die nochmals und nochmals und nochmals. Auf uns projizieren oder dann eben dann ins Außen gehen. Und von daher ja, ist es, ich glaube, dieser Blick von okay, ich versuche weder andere noch mich selbst zu verurteilen, jetzt immer gesprochen aus der Beziehungsdynamik und nicht effektiven Ereignissen, die im Jetzt gerade stattfinden, dass wir das einfach, okay, Orientierung, wo bin ich gerade, wo sind die verschiedenen Anteile? Ah, okay, wie kann ich mich rausnehmen? Ja, und wieder in diese Präsenz kommen, wo ich dann auch differenzieren kann, was sind jetzt eigentlich meine Anteile, also was ist wirklich mein Teil von meinen Grenzen und was ist vielleicht tatsächlich etwas, was der andere Verantwortung übernehmen darf, aber das ist nicht in meiner, das muss nicht ich, ich muss nichts dazu tun, ich kann es einfach stehen lassen. Ja, ich muss nicht irgendwie da noch was rüber projizieren, sondern ich kann sagen, okay, das ist dein Anteil, das ist mein Anteil, aber das ist erst differenzierbar, wenn wir nicht mehr im Dramadreieck sind. Weil sonst sind wir ja in dieser Dynamik. Ja. Richtig. Das ist ein gutes Stichwort noch vielleicht so zum Übergang zur Heldenrolle. Die hatten wir noch nicht. Das ist die wahrscheinlich gesellschaftlich angesehenste Rolle. Schwierigste zu erkennen. Genau, weil man sich selber so nett findet darin und auch alle anderen einem oft in dieser Rolle so nett finden. Man kennt es gemeinhin so als das Helfersyndrom, die immer einspringen, die immer mehr geben als zu nehmen, die immer da sind für alle anderen, die sich über genau das aber eben auch definieren. Und warum es so ungesund ist, weil man könnte ja jetzt sagen, ja, aber die sind ja nett, die helfen ja, die tun ja nichts Böses. Sie tun in dem Sinne mit dem Helfen, indem sie eine Aufgabe machen oder etwas unterstützen, nichts Böses. Das Problem ist, dass sie durch diese
Dynamik, durch diese Aktion, dass sie diese Rolle einnehmen, die andere Position, und das ist das Opfer, nicht in die Verantwortung gehen lassen. Also sie halten diese Dramadynamik mit ihrem Helfen, mit ihrem Lösung präsentieren, bevor notwendig, mit ihrem Beratschlagen, was auch immer, am Laufen. Also die Heldenrolle ist genau gleich wie alle anderen zwei maßgeblich daran beteiligt, dass diese Dynamik weiterläuft. Und das wird oft nicht gesehen, weil es ist ja eben nett. Ja. Ja. Ja, und eben wenn du sagst, eben Helfersyndrom, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, anderen zu helfen, dann ist da ja eben zum Beispiel die Gefahr, dass ich unterbewusst im Innern eben dieses Täter-Opfer mache, weil ich meine eigenen Grenzen nicht wahre. Ja, weil ich ja vielleicht auch Bedürfnisse habe, die eigentlich dich nicht aus und gar nicht gesehen werden und ich selber mich dann eigentlich nicht sehe oder nicht höre. Ja, was ja oft das ist, was wir als Kind ja vielleicht erlebt haben, dass wir nicht das bekommen haben, wo wir gebraucht hätten. Und dann ist dieses eben so sehr viel mehr geben, ist ja auch oftmals, kommen wir da auch ein bisschen in eine, weil ich ja überhalb vom Opfer bin, bin ich in einer stärkeren Position. Das heißt, es gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, eine falsche Sicherheit, je nachdem. Dass ich eben über dem anderen bin. Ja? Weil wenn der andere auch in die Verantwortung kommt und wir auch Augenhöhe kommen, dann kann ja sein, dass etwas in mir getriggert wird, wo es schwierig ist. Ja? Weil zum Beispiel viel geben ist das eine, aber annehmen ist oftmals sehr viel schwieriger in dem Moment, weil fürs Annehmen öffne ich mich und mache ich mich verletzbar. Und da spielt sich dann das auch immer mit diesen Rollen wieder, ja, mit Retter, Opfer, Täter. Und ich denke, also gerade in meinem Berufsfeld diese Rolle ist ganz, ganz vorsichtig immer wieder zu prüfen, weil das ja auch oft wird man natürlich von den Klienten und Klienten in diese Rolle gesetzt, weil da viel Hoffnung drin ist und dass man dann so auf den Sockel gestellt wird, ja, du hilfst mir jetzt und rettest mich, weil das Unterbewusstsein eine Dynamik ist. Selber natürlich in einem drin oft dann auch so etwas bekannt ist, dass man das, eben weil wir alle diese Rollen in uns haben. Und da ist es so wichtig, das zu erkennen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich gewisse Charakteren oder Persönlichkeiten habe, die mich auf den Sockel stellen, es ist eine Frage der Zeit, wo du runterfällst. Weil irgendwann wird es etwas geben in der Beziehungsdynamik, wo ich vielleicht meine Grenzen mehr setzen muss, darf, möchte oder etwas daherkommt, wo natürlich genau in diese Beziehungsdynamik läuft, vor allem wenn man länger miteinander unterwegs ist, die natürlich genau das triggert, was ja in den Beziehungen dann oft die Ursprungswunde ist. Und dann zeigt sich dann schnell, wie man vom Retter in den Täter rutscht oder das Opfer. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr spannend und es ist so wichtig, eben da immer sich bewusst zu sein, wo bin ich gerade selber, ja, im besten Fall eben nicht da drin, aber auch wo bin ich für andere, in welcher Position, ja, wenn eben diese in dieser Drama-Konstellation sind, die eben teilweise schon zu einem Persönlichkeitsaspekt einer starken Identifikation geworden sein kann, je nach eben Muster, Trauma, was auch immer, was noch nicht neu verhandelt ist. Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt, wo wir heute vor allem das mitgeben möchten. Ja, dass man nicht eben nicht in dieses Verurteilen, Beurteilen, Schuld, Scham, nein, eben nicht, sondern okay, einfach das Erkennen und das Bewusstwerden, wie das läuft. Weil dann kann ich mich rausnehmen, einfach nur durchs Beobachten. Das ist vielleicht eine gute, möchtest du noch was sagen zu einer von der Rollen? Weil dann ist das vielleicht eine gute Überleitung. Also wir haben gesagt, was kennzeichnend ist für diese Dynamiken, ist, dass sie miteinander interagieren, dass sie wechselseitig sind. Und jetzt wäre ja die Frage, wie steige ich dann entweder gar nicht darauf ein oder wie erkenne ich es und komme daraus raus? Weil das sind in der Regel die
die Fragen, die dann irgendwann wie kommen. Ich glaube, das Erste ist wirklich zu erforschen, wirklich zu beobachten und zu erforschen, wo dass man die Drama-Beziehungen erkennt. Manchmal geht das einfacher, wenn man es nicht bei sich selber macht, sondern im Außen, weil es manchmal einfacher ist, das dort zu sehen, auch in der kompletten Dynamik, also mit allen Rollen. Und dann wirklich anzuerkennen, dass das Heldentäter-Opfer-Dreieck keine gesunde Beziehung hervorbringen kann. Es ist eine per se dysfunktionale Beziehungsform oder Beziehungsdynamik, die eine Abhängigkeit schafft, weil die eine Rolle die andere bedient. Und das in einer nicht selbstverurteilenden Version zu machen, sondern wirklich einfach es als das zu sehen, was es ist. Im Sinne von Distanz dazu gewinnen und zu erkennen, wenn das beobachtet werden kann, ist man ja nicht immer in dieser Rolle. Ich glaube, das ist so der erste wichtigste Schritt. Genau. Und dann, ach, das haben wir schon erwähnt, haben wir ja eine Neigung für eine Rolle. Dann wäre das nächste so zu beobachten, was ist das, wo ich die größte Affinität dafür habe, dort reinzurutschen. Und wenn das gesehen ist, die eigenen Beziehungen mal weiter zu erforschen. Also zu schauen, okay, jetzt weiß ich, dass das und das ist für diese Rolle so kennzeichnend. Wann erkenne ich das in meinen Interaktionen wieder? Und von dort schrittweise weiterzugehen. Also es ist, finde ich, völlig utopisch zu sagen, okay, ich habe das jetzt verstanden, vor allem nur im Kopf verstanden, und ab jetzt mache ich das nie mehr. Nein. Ja, da gibt es gerade zwei Sachen, wo mir dazu noch in den Sinn kommt. Das erste ist mir jetzt gerade wieder entfallen, eigentlich nicht zum zweiten. ich gucke das ja immer eben über die Nervensystemebene an. Ja? Und es ist das Nervensystem, das, was es abgespeichert hat, darauf haben wir ja diese Überlebensmechanismen. Das heißt, ich habe ganz viele Verbindungen in meinem Hirn, die mir geholfen haben, bestimmte Situationen zu überleben. Ja. Und die laufen eben so lange, bis wir neue Wege, neue Ressourcen neu verhandelt haben, sodass wir weitere neue Verbindungen haben, dass mir überhaupt neue Optionen zur Verfügung stehen, weil sonst haben wir die gar nicht auf dem Radar, weil das System das nicht hat in der Verkörperung. Und da ist einfach wichtig, dass wenn das Nervensystem wird so lange dafür gehen, was es kennt, bis es etwas Neues zur Verfügung hat. Weil das, was es kennt, darauf ist es trainiert und hat eben die Verbindungen, was es damit tun soll. Ob das jetzt gut oder schlecht, angenehm, unangenehm ist, interessiert das Hirn in dem Moment nicht. Und deshalb ist das Aussteigen aus einem Dramadreieck ist teilweise nicht so einfach, weil das Nervensystem muss erst schrittweise sich an diese neuen Optionen wie gewöhnen oder die immer wieder nähren, um es auch als sicher abzuspeichern. So nach dem Motto, ah, okay, ja, diese Gewässer sind mir auch bekannt jetzt. Ich weiß auch, was ich damit tun kann und ich weiß, wie sie sich anfühlen. Weil wenn ich etwas Neues, ja, das Unbekannte ist immer eine Gefahr. Das heißt, und das ist deshalb auch so schwierig, und das finde ich vor allem also jetzt aus meiner Beziehungsdynamik gesprochen, wenn es dann eher um romantische Partnerschaften geht, weil dort ist es dann am stärksten, meistens kommt es daher, ist es gar nicht so einfach, aus dem auszusteigen, weil es auch plötzlich eine Form von dieser Intensität, die ja das Drama hat. Ja, dieses Nervensystem kennt es, es ist Cortisol, es ist Adrenalin, es ist dann irgendwie von oben nach unten, dann Oxytocin, dann, also das ist wie eine Droge auch eine gewisse Weise, wenn das stark vorhanden ist in den Synapsen oder im Nervensystem. Und da dann in eine Ebene zu kommen, wo man das verlässt, kann sich im ersten Moment fühlen, ja, aber was ist denn das noch? Das ist ja langweilig, da ist ja dann nichts mehr, wo ist denn die Intensität? Also das ist wie
Es gab mal diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gesagt habe, von einem Fisch, der war so in der Bucht mit riesen viel Sturm und alles war super intensiv und der hat sich total an dieser Umgebung, die super schwierig und herausfordernd war, hat er sich angepasst. Und da wurde dieser Fisch genommen und in ein paradiesisches Gewässer gebracht, ruhiges Wasser, glasklar, andere Fische, schöne Pflanzen. Und nach einer kurzen Weile hat er angefangen, die anderen Fische zu attackieren. Der hat selber Strudel kreiert. Einfach weil der Sprung von dem einen Extrem zum anderen war für das Nervensystem, weil er hatte keine Ahnung, was damit zu anfangen. Und deshalb ist ja auch in der Traumatherapie, wenn wir über das Nervensystem arbeiten, arbeiten wir immer dieses kleinschrittige, titrierte, weil ja alles, was neu kommt, immer verdaubar gemacht werden muss und als etwas Sicheres integriert werden. Und je mehr man das dann aufbaut, umso mehr sind eigentlich neue Verbindungen hier da, wo uns Wahlmöglichkeiten geben. Ja, und das ist dann wichtig, auch um aus diesem Drama-Dreieck auszusteigen. Eben das eine ist das Erkennen, wie du gesagt hast, das sich bewusst werden, das Beobachten, wo bin ich. Aber und aus der Dynamik selber in den tieferen Schichten wirklich auszusteigen, da braucht es teilweise viel Arbeit, weil das sind so schon Muster, die verankert sind oft und sich immer wieder repetieren. Und ich meine, gucken wir die Beziehungen heute an in der Welt, die meisten laufen auf Drama, weil das ist das, was bekannt ist, was immer wieder gesehen wird, was genährt wird von auch den Medien, also alles läuft ja auf dieses Drama heraus, weil es hat einen Kick. Ja, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ja, dass da sehr viel Dynamik drin ist, aber es ist auch super anstrengend. Ja, es kann wie eine Droge funktionieren, ja, vom totalen Hoch zum Tief und dann wieder, ich brauche den nächsten Kick und dann wieder runter. Ja, also absolut. Ich meine, es ist genauso, wie du sagst. Ich glaube, zu verstehen, und ob es jetzt Arbeit mit jemandem wie dir, also mit einer SE-Traumatherapeutin ist, oder ob man verschiedene andere Anker hat, ob man über innere Kindarbeit geht, wenn es Muster sind, dann kommt es darauf an, wo die verankert sind. Also zum Teil geht es effektiv manchmal auch nur darum, einen neuen Weg anzulegen. Also wenn wir so konditioniert sind in etwas und das unser Weltbild geworden ist, wie Beziehungen funktionieren, nehmen wir als Beispiel bei der Arbeit, dass man immer ausgenutzt wird als Mitarbeiter und die Chefs immer die Bösen sind und die Chefs auf der anderen Seite zum Beispiel sagen, egal wie viel Mal, dass ich Danke sage, die Mitarbeiter sagen immer, ich bringe nicht genug Wertschätzung entgegen. Das sind alles Dramadynamiken, alle. Und oft sind das einfach etablierte, gelernte Muster, die logischerweise, wie du sagst, auch unverarbeitetes, traumatisierende Erlebnisse oder zumindest unverarbeitete emotionale Muster, die angelegt sind, die keinen Platz hatten in der Kindheit, dass sie das nicht fühlen können, triggern. Und dann reagieren wir. Und wir reagieren schnell. So sind wir angelegt. So funktioniert unser System, so funktioniert unser Hirn. Und die breiteste Autobahn wird gewählt. Und wenn das eben in diesem Fall diese Dynamik ist, dann steigen wir unbewusst auf diese Dynamik ein. Also braucht es kleine Schritte, viel Geduld und auch viel Demut und Liebe gegenüber sich selber und allen anderen, um das in einer konstruktiven Art und Weise, gesunden Art und Weise tun zu können. Wirklich. Weil es oft sind es ja dann, wie du gesagt hast, einfach ganz viele verletzte Kinder, die miteinander interagieren. Genau. Ja, Ja. also innere Kinderarbeit, wir sprechen dann eher von Entwicklungstrauma, ist natürlich da immer mit drin. Jetzt ist mir das noch in den Sinn gekommen von dem ersten Punkt vorhin. Genau, Mitgefühl. Also es ist ja auch spannend, dass wenn wir wirklich in diesem Dramadreieck gerade drin sind, ist das Mitgefühl gar nicht da. Weil wir sind entweder eben in der Beschuldigung von selbst oder anderen oder in der Retterrolle sind wir eben im Mitleid, ja, mit Leiden.
Und das Mitgefühl, das kommt eigentlich erst dann rein, wenn wir erkennen, wo wir gerade drin sind. Ja, also das ist für mich auch noch ein wichtiger Hinweis, dass wir einerseits in diesem Mitgefühl einfach erkennen und erstmal wahrnehmen, in welcher Rolle wir sind, im Wissen, dass die Rolle, wo wir gerade sind oder die wir haben, alle ihre Bedürfnisse haben, die gerade nicht wahrgenommen sind darunter in irgendeiner Form. Und dass wir darauf sehr viel Rückschlüsse oder Hinweise bekommen, wo etwas, wo auch Potenzial drin liegt. Ja? Also da sind wir wieder ja auch beim Potenzial, wie wir es im ersten Podcast hatten, dass darin ja auch ganz viel Neues und Befreiendes drin liegt, ja, wenn wir diese Dynamiken haben. Genau. Ja, absolut. Das finde ich ein extrem wichtiger Punkt. Also dort Verantwortung für sich selber zu übernehmen und nach innen zu gehen. Also in diesen Momenten, wenn wir dann erkannt haben, wenn wir so die ersten Schritte durchgegangen sind, die wir vorher ja, zusammen besprochen haben, dass man dann effektiv in dem Moment, in dem man sich wiederfindet in so einer Dynamik oder ertappt dabei, wie man darauf einsteigt, wie man die Einladung, die Drama-Einladung angenommen hat, dann hineinzufühlen, direkt. Und dem nachzugehen, okay, was ist jetzt mein Bedürfnis oder wo wäre meine Grenze, die überschritten worden ist? Oder über die ich hinausgegangen bin, das kann es ja auch sein. Dann wären wir dann eher beim Held. Also dort automatisch den Blick nach innen zu wenden, hilft einerseits zu reflektieren, was passiert, andererseits zu beruhigen. Das ist das, was du erklärt hast, weil es Mitgefühl mitbringt. Es wird langsamer. Und dann ist es möglich, durch etwas mehr Distanz dazu, es vielleicht sogar bereits in dieser Situation zu kommunizieren und einfach nur zu sagen, zum Beispiel, ob jetzt sind wir beide voll in unserer Mutterrolle gelandet oder was auch immer. Und manchmal hilft das einfach so, damit es so wie ein Pop gibt und man etwas anders betrachten kann, weil es nicht mehr so eng ist, nicht mehr nur aus dieser Rolle betrachtet wird. Und dann kann es eine Ebene tiefer gehen und effektiv mehr Raum bekommen. Und dann kann man diese Punkte, wenn man sie gefunden hat, also wenn man zum Beispiel wirklich merkt, okay, mein Bedürfnis für XY, ich kann dem keinen Ausdruck verleihen, das geht nicht. Oder die Grenzthematik, ich finde mich immer wieder in der Situation wieder, in der meine Grenzen überschritten wird oder in denen ich über andere Grenzen hinwegmähe und es gar nicht merke und erst zu spät dort bin und dort gar nicht hin wollte. Diese Themen dann wirklich. Geht sie an mit jemandem, der professionell unterstützen kann dabei, dort Ressourcen zu schaffen, Unverarbeitetes zu verarbeiten, sei es durch Traumatherapie, sei es durch etwas anderes, weil ich glaube, im Kern kann das Traumadreieck lange im Kopf voneinander genommen werden, gelöst wird es nicht dort. Und das ist all das, was du vorher gesagt hast. Das Mitgefühl, das innere Kind, in welcher Rolle man ist, alle diese Themen, die wir angeschnitten haben, die zeigen genau das. Die effektive Änderung, die liegt an einem ganz anderen Ort, weil das, was ursprünglich verletzt wurde oder gelernt wurde, dort liegt es. Und es ist ja auch so, dass unser Urtrieb ist ja, wir suchen ja immer nach Verbindung. Wir wollen ja immer in Verbindung sein. Und das Paradox ist ja so, dass eigentlich im Drama-Dreieck, wie eigentlich die meisten Beziehungen funktionieren, sind wir nicht wirklich in Verbindung. Ja, weil wir sind entweder in der Grenzenlosigkeit oder in der rigiden Grenzen, aber nicht in den verbindenden Grenzen, die wirklich wahre Verbindung zulassen. Das heißt, wir sind immer in dieser Co-Abhängigkeiten, was eigentlich nicht wahre Verbindung ist. Ja. Und ich denke, das ist eben da ist dann das Potenzial drin, dass dann auch in Beziehungen andere Ebenen, ja, von Verbindung stattfinden können.
Ich würde vielleicht noch ein oder zwei Beispiele geben für ich sage jetzt mal, eben nicht so krasse dramatische Sachen, aber vielleicht Themen, die auch bekannt sind. Also, wenn ich jetzt so ein bisschen auf das Leistungsthema gehe, was in unserer Gesellschaft auch immer noch weit verbreitet ist und ich auch sehr stark dieses Leistungsthema hatte, teilweise noch habe, aber wirklich nicht mehr in dem Maße. Es ist. Bei mir war es ja so, dass ich war sehr, ich wurde sehr leistungsorientiert erzogen. Und das heißt, ich habe dann irgendwann die Dynamik habe ich umgekehrt. Das heißt, ich habe mir angefangen, selber so viel Druck zu machen, weil das eine Art Schutzmechanismus war, aber auch ich hatte ja die Kontrolle darüber, wie viel Druck ich mir mache, damit er nicht von außen kommt oder nicht noch mehr von außen kommt. Das heißt, ich habe mich selber so in die Opferrolle gemacht und gleichzeitig in die Heldenrolle. Das ist ja so eine Kombination, die ja auch sehr gern gesehen wird und gefördert wird in unserer Leistungsgesellschaft. Und das hat ja dann, und gleichzeitig habe ich mich selber ja, war ich ja der Täter, weil ich mich selber in das reinkatapultiert habe, was bei mir dann auch sehr früh in ein Burnout mich geführt hat und eine Erschöpfungsdepression. Also Gott sei Dank, das war so der Richtungswechsel in meinem Leben. Aber das finde ich eben auch noch spannend. Also einfach, dass diese Dynamiken können teilweise sich dann auch, eben wenn sie sich nach innen kehren, ja, bekommen sie eine ganz andere Dynamik. Das heißt, etwas, was vermeintlich im Außen dann eben als sogar ja, noch gelobt oder anerkannt oder wertgeschätzt wird, hat aber nach innen eigentlich etwas, was genau in diesem Drama-Dreieck funktioniert, was ein gewisser eben Schutz- und Kontrollmechanismus ist. Ja, weil das einfach von dem Druck, der von außen kam, was immer zu viel ist, was ja dann unberechenbar ist, wie viel kommt und wann er kommt, hin zu, okay, ich mache mir selber so viel Druck, weil dann vielleicht das Außen von mir ablässt, ja. Und das kann ich aber auch kontrollieren, weil es ist zwar auch anstrengend, aber ich mache es ja. Ja, und ich finde das auch noch das wäre ein Beispiel für so eine Dramadynamik, wie sie sich als Muster verankern kann, die dann wirklich natürlich dann irgendwann zu totalen Erschöpfung führt. Und darin ist ja dann auch oft externalisiert sich das dann trotzdem auch im Täter. Also wenn dann tatsächlich noch jemand etwas von dir verlangt und erwartet, ist es ja dann eh schon zu viel. Das heißt, es ist dann auch ja wie nie genug. Das heißt, es ist dann noch der Täter im Außen und gleichzeitig erhofft man, dass dann ja irgendjemand im Außen das dann auch sieht, dass man sich doch schon selber schon so viel Druck macht und den Druck rausnimmt. Also das finde ich sehr spannend, war sehr, sehr wichtig für mich damals und teilweise in gewissen Situationen, wo ich noch in das Thema komme, wichtig zu erkennen. Genau. Und ein anderes Beispiel ist so, und das finde ich halt auch sehr spannend, ist, es geht dann mehr so auch, wenn man die spirituelle Komponente mehr dazu nimmt. Ich war ja auch so dieses Hochsensitive und alles ist auch zu viel, was von außen kommt. Ja, das ist ja, das hat damit zu tun, dass wir irgendwann aus dramatischen Gründen haben wir unser Nervensystem dazu ausgebildet, die Antennen möglichst weit nach außen zu senden, um ja alles wahrzunehmen. Und das hat dann auch eine Komponente von, ich bin hochsensitiv, weil ich nehme alles wahr. Weil alles wahrzunehmen war mein Überlebensmechanismus, um ein bisschen abschätzen zu können, okay, was kommt eventuell von außen. Und wenn ich da aber drin verhaftet bleibe, das hat auch sehr oft mit Grenzen zu tun, dann kann das auch sehr, sehr lebenseinschränkend werden, ja, weil ich sehr vieles nicht mehr zulassen kann. Und was dann auch so ein bisschen teilweise auch, ich kam dann auch so ein bisschen in diese Dynamik, ja, das Universum oder die Lichtwesen oder sollen doch jetzt dies und das und jenes für mich bringen und machen und bereitstellen. Und natürlich sind diese Sachen, können alles Ressourcen sein, ja. Aber wenn das Universum einem denn eben nicht gibt, was man gerne hätte, dann ist das Universum plötzlich der Täter und ich bin wieder das Opfer. Und denke, ich habe doch jetzt schon so viel gemacht, ja, weil ich war ja die Heldin und habe da auch spiritueller Leistungsdruck, ja. War da drin, also einfach, dass man da so ein bisschen auch auf diese Sachen achtet, weil die sind so gang und gäbe, sage ich jetzt mal. Ja. Und Universum ist am Ende ja übersetzt auch immer Eltern, wenn wir es runterbrechen, oft,
Ja, dass wenn man nicht bekommt, was man will, ist man in diesem Kindlichen. Also einfach, man ist immer in der Altersregression, wenn man da reingeht in solche Dynamiken. Ja, das ist ja auch noch wichtig zu sagen. Und ich sage nicht, dass Hochsensitivität, ja, aber es gibt eine Möglichkeit, auch damit umzugehen und entsprechend seinen eigenen Raum und Grenzen zu haben, dass man eben nicht auch in diesem Dramadreieck verhaftet bleibt. Und dass man aber darin auch viel besser dann erkennen kann, was ich denn tatsächlich brauche für mich, ohne dass es nur in die Vermeidung geht. Ein anderes Beispiel für so wiederholte Muster, wenn wir sehen, oder wir sehen das ja nicht, wir nehmen es auf, wie unsere Eltern zum Beispiel miteinander funktionieren, dann ist eine mögliche Art und Weise, dass ja oft in früheren Zeiten, als es gang und gäbe war, dass der Vater die Person ist in der Familie, die weiter arbeiten geht, das Geld verdient, häufig eben auch alles Finanzielles wie macht, sprich eben auch das Wissen darum, wie das mit der Hypothek läuft vom Haus und wie es mit der Steuererklärung läuft und so weiter. Und auf der anderen Seite die Frau, die zu diesen Zeiten oft als Mutter zu Hause geblieben ist, die wahrscheinlich, wenn es so ganz klischeehaft gelaufen ist, schon in der Schule, ja, Mädchen und Zahlen und Mathe kann ich nicht. Und das sind viele solche kleine Dinge, die dazu führen, dass dann in dieser Beziehungsform das weiter so gelebt wird. Und das Ding ist jetzt, als Kind erfährt man das ja mit. Und diese Dynamik kann so weit gehen, dass so, wenn man erwachsen ist, also wenn die Kinder groß sind, sie einen Teil dieser Rollen gegenseitig dann weiter übernehmen, weil das die Dynamik ist, in der sie gelernt haben, wie das funktioniert. Also dass es dann zum Beispiel weiterhin in einem Verantwortung übernehmen und Steuererklärung für die Eltern, für die Mutter machen, im den Leistungsdruck vom männlichen Part zu erklären. Alle diese Dynamiken, die sind wie installiert, weil es gelernte Muster sind. Also das wäre jetzt ein Beispiel für wirklich nicht in dem Sinne ein überforderndes Erlebnis. Auf jeden Fall eines, in dem ich nicht gesehen bin, wenn man als Kind so in dieser Dynamik ist, weil es geht nicht um die effektive Beziehung, sondern eben um Drama. Aber man lernt das. Das ist das einzige Vorbild, was dann vorhanden ist. Und was häufig nicht gesehen wird, eben romantisch, der romantische Bereich ist wie ein großer Bereich, in dem sich das spiegeln kann. Aber gerade also Arbeitsbeziehungen bei Organisationen, jegliche, fangen wir dort an, jegliche Hierarchiekonstrukte, also Beziehungskonstrukte oder Organisationskonstrukte, die per se hierarchisch organisiert sind. Also in denen eine Position mehr Macht, mehr Wissen, mehr Möglichkeiten hat als die andere, die neigen wahnsinnig schnell dazu, ins Drama zu gehen. Per se. Also heißt das im Umkehrschluss, dass in all diesen Beziehungen wahnsinnig gut darauf geachtet werden muss, welche Rolle man einnimmt oder eben nicht einnimmt. Das gilt für Eltern mit Kindern, das gilt für Vorgesetzte mit Mitarbeitenden, Mitarbeitenden mit Vorgesetzten. Das gilt für eben so Positionen wie Arzt, Therapeut, Anwalt. Einfach Positionen, wo man auch in einer per se mächtigeren Rolle ist, weil man eine andere Position hat. Es ist so enorm wichtig, dort auf das zu achten. Und wir vergessen oft, dass Hierarchie stark dazu neigt, ins Drama abzudriften. Ja, wenn man Ja. natürlich schon dieses Gefälle hat, dann. Ja, Genau. 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 Also das sind jetzt ganz unterschiedliche Beispiele gewesen. Also da Ja. sieht man, wie vielfältig das effektiv ist. Ja, Ja. das begleitet uns eigentlich immer, also ständig, ja, Ja. das zu sehen. Und es ist aber eben auch spannend, was man für sich selber für neue Möglichkeiten und eben, es geht ja dann um Selbstermächtigung auch wieder. Dass wir da reinkommen. Genau. Ich glaube, man könnte noch ewig auch über dieses Thema
sprechen. Ich glaube, wir sind schon eh schon länger dran als sonst, aber ich finde es super. Ich glaube, wir haben hier doch, glaube ich, einen groben oder größeren Einblick geben können, in welche Richtungen das so geht und womit wir es zu tun haben. Und ja, ich glaube, ich würde noch sagen, so, ja, auch neugierig sein, ja, neugierig, immer wieder erforschen, spielerisch das auch angehen und sich definitiv da, wo man merkt, dass man in Mustern verhaftet ist, sich einfach auch diese Hilfe zu holen, sich begleiten zu lassen, weil von außen ist es immer einfacher zu sehen, wo man selber drin steckt, als bei sich selbst, alleine, genau. Und auch Unterstützung zu holen, wenn man anfängt, an diesem Beziehungskonstrukt, das man hat, zu arbeiten. Hilft es auch dort, Unterstützung zu holen, weil nur weil man es selber erkennt, heißt das nicht, dass es so weg ist. Also das wird, je nachdem, wie stark die Gegenparts in diesem Drama-Dreieck drin sind, deutliche Reaktionen hervorrufen. Und da hilft es wirklich, wenn man Unterstützung hat und wenn man miteinander spricht, wenn, ja, wenn Ja, man. aber es gibt Veränderungen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ich danke dir für deine Ausführungen und uns, dass wir das Thema besprechen konnten. Ja, danke dir. Und dann schauen wir, was wir dann für ein Thema haben im nächsten Ja, Videotalk. genau. Genau. Also ich danke Danke dir fürs vielmals. Zuhören und ja, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.